Ja, und jetzt nach Syrien, genauer gesagt nach Idlib. Jene Region im Norden des Landes, wo 3 Millionen Menschen auf engstem Raum leben. Ein Drittel davon Flüchtlinge aus anderen Landesteilen. Vom Leid in Idlib hat die Welt zuletzt gehört, bevor das Coronavirus zum alles dominierenden Thema wurde. Doch der Krieg in Syrien ist nicht vorbei, auch wenn Machthaber Bashar al-Assad heute mit einer groß inszenierten Flüchtlingskonferenz versucht, Stabilität zu suggerieren. In Idlib, da ist von Stabilität wenig zu spüren. Dschihadistische Gruppen geben den Ton an und einige Rebellenkommandos, die einst von Washington und heute vor allem von Ankara unterstützt werden. Die Spuren des Krieges sind überall. Auch wenn die Lage in Idlib ruhig erscheint dieser Tage, die Angst, dass die Gewalt zurückkehrt in diesen Teil Syriens, ist groß. Abu al-Bara ist Kommandant in der sogenannten Freien Armee von Idlib. Diese Gruppierung von Aufständischen wird von der Türkei unterstützt und wohl auch von den USA, zumindest in den Anfängen des Krieges. Abu al-Bara nimmt uns mit an einen der Brennpunkte des Konflikts. Wir sind in Afis, einem Dorf nahe der wichtigen Fernstraße M5, welche Damaskus mit Aleppo verbindet. Diese Verbindung zurückzuerobern war eines der wichtigsten Ziele Assads bei seiner letzten Offensive. Und sie steht auch jetzt wieder im Zentrum. Es gab in jüngster Zeit viele Angriffe der Russen und von Assads Streitkräften. Die Russen bombardierten uns aus der Luft. Sie griffen vor allem Ziele in West Idlib und in Grenzdörfern im Osten an. Dass die Waffenruhe bis jetzt mehr oder weniger gehalten hat, ist das Verdienst eines russisch-türkischen Abkommens vom letzten März. Doch dieses Abkommen steht auf wackeligen Füßen. Angriffe auf von Russland und der Türkei gemeinsam durchgeführte Patrouillen haben zuletzt Befürchtungen geweckt, dass es mit der Ruhe bald vorbei sein könnte. Abu al-Bara und seine Männer rechnen jederzeit mit dem Schlimmsten. Für uns ist klar, dass sich die russischen Besatzer und das Assad-Regime nicht an Versprechen oder Abkommen halten. Die Türken haben uns zwar gesagt, dass es in der nächsten Zukunft nicht zu einem großen Krieg kommen wird, aber wir sind bereit für jedes Szenario und jeden Angriff. Angriffe, die nicht nur die Fernstraße von Damaskus nach Aleppo treffen, sondern auch Flüchtlinge, die in ihre Dörfer zurückkehren wollen. Denn es scheint das offensichtliche Ziel Assads zu sein, Vertriebene nicht zurückkehren zu lassen. So wie Faisal Abu Ammar. Faisal Abu Ammar und seine Familie sind seit bald 3 Jahren auf der Flucht. Seit dem Tag, als der Krieg in ihr Heimatdorf im Osten der Provinz Idlib kam. Wir flüchteten erst an einen Ort namens Sarkhin. Doch dort fanden wir keinen Platz, also ging es weiter nach Saracheb, bis wir auch von dort wieder flüchten mussten. Wir flüchteten mehr als 3 oder 4 Mal. Doch seit einiger Zeit tut sich was rund um die Flüchtlingslager in Idlib. Immer mehr werden in jüngster Zeit ganze Dörfer aus dem Boden gestampft. Einfache Häuser mit einer einfachen Infrastruktur. Zaria Bitar ist Ingenieur und Manager eines dieser Projekte. Die Idee dieses Projekts ist es, Häuser für 200 Familien zu bauen. Wir wollen diese Familien aus den Camps herausholen und sie in einem stabilen Umfeld ansiedeln. Doch was auf den ersten Blick vernünftig tönt, weckt bei den Flüchtlingen wie Abu Ammar auch Angst. Angst, dass aus einer vorübergehenden Flucht eine permanente Vertreibung werden könnte. Ja, ich habe Angst. Ich habe Angst, weil sie alle diese Gebäude bauen. Vielleicht ist es ein Deal, um etwas gegen etwas anderes einzutauschen. Die haben ihnen vielleicht dieses Land gegeben im Tausch für unser Land. Das macht mir Sorgen. Diese Sorgen kann Ingenieur Bitar den Flüchtlingen nicht nehmen. Doch Bitar findet, dass der Krieg nun schon seit 9 Jahren andauere und wohl noch einige Jahre dauern würde. Und dass es deshalb Zeit werde, das Leben in den Zelten zu beenden. Ich bin überzeugt, dass die Bewohner dieser neuen Siedlungen ihre Häuser sofort verlassen werden, falls ihre Dörfer befreit würden. Selbst wenn wir ihnen Paläste hinstellen, würden sie gehen. Denn jeder fühlt sich doch an jenem Ort am wohlsten, an dem er geboren wurde.